Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es ist Silvester und ich habe gerade gemerkt, es hat sich noch keiner einen Vorsatz genommen. Ach, keine Ahnung, wie das heißt. Gefasst, Dankeschön. Und ich denke, Snow würde. Was können wir denn mit Snow machen? Ein Buch schreiben? Ja, warum eigentlich nicht? Ja, Snow möchte ein Buch schreiben. So, Charming, du brauchst auch noch einen Vorsatz. Ich denke, zu dir würde passen, dass du befördert werden möchtest. Und Alice, wo bist du? Hier. Alice, du möchtest. In der Schule besser werden. Das wäre doch mal was. Oder zumindest wollen deine Eltern das vielleicht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir hier ein Ereignis starten können. Dann machen wir doch mal eine Silvesterparty. Gut. Snow, dann schnapp du dir doch auch noch mal was zu essen. Oh, Charming meine ich natürlich. Snow, aber du hast auch riesigen Hunger, dann nimm dir doch auch noch etwas. Und Alice, du ebenfalls. Und dann kannst du hier ein bisschen mit Veronika plaudern. Und du könntest ihr auch mal erzählen, dass du schwanger bist. Ich meine, das sieht man ja noch nicht so, aber. Okay, sie freut sich auch für sie. Das ist echt schön, dass sich alle für sie freuen. Dann könntest du doch nochmal Silvesterkonfetti werfen und. Charming, du könntest mal hier rüber gehen. Hast du ihn nicht weggeschickt? Dann feuer ihn. Wenn er nicht von alleine gehen will. Seid ein bisschen lustig. Und. Wer ist denn da hinten? Oh, okay. Alice, wo bist du? Alice, du könntest doch hier mal mit Veronika reden. Könnt ihr doch einfach mal alle tanzen. Und ein bisschen die Musik genießen. So, Luis, und wenn du dann fertig bist, kannst du ins Bettchen gehen. Denn, ja, Silvester dauert einfach zu lang für dich. Wo sind gerade alle dabei, den Countdown zu sehen? Nein, Alice, du sollst den Countdown sehen. Und
Happy New Year! No. Ach, wie süß. Okay, gut, dann würde ich sagen, geht hier alle zusammen hierher. Und dann werden wir noch das Feuerwerk starten. Ich hoffe, das funktioniert. So, Charming, mach du das doch hier. Das ja auch. Und Yay! Super. Okay. Somit ist Silvester vorbei und auch die Feier. Und ich würde sagen, es werden jetzt einfach mal alle schnell ins Bettchen gehen. Die sind nämlich alle super müde. Snow und Charming sind bereits wach und Snow ist gerade dabei, hier erstmal klar Schiff zu machen, denn irgendwie stinkt es einfach mal überall. Kann man das irgendwie ausstellen? Gut, Charmaine, dann geh du doch mal Louis baden und danach kannst du dich baden. Und Snow macht ein paar Pfannkuchen zum Frühstück. Snow ist fertig damit, das Frühstück vorzubereiten und sie ist gerade sie hat gerade Level 10 der Kochfähigkeit erlangt. Wow, also der erste Meilenstein, den ich haben wollte. Jetzt muss sie dann noch die komplette Backfähigkeit erlernen. Snow setzt doch Louis mal hier rein. Und Alice, du kannst dir auch was nehmen. Charming, du natürlich auch. Und Snow, du kannst dir danach auch etwas nehmen. Ja. Heute ist Frühlingsanfang. Sieht zwar noch nicht so aus, aber es ist so. Und unsere Blümchen kommen wieder raus. Das freut mich sehr, denn wir brauchen ein bisschen Geld. Ich möchte nämlich dieses Haus hier umbauen. Denn ja, wie ihr wisst, besteht ja die Generation von Snow White darin, dass es 7 Kinder geben soll und die brauchen definitiv mehr Platz. Also müsste ich noch ein Stockwerk draufbauen und genau, das möchte ich jetzt im nächsten Angriff nehmen und das Ganze natürlich ohne zu cheaten. Und da brauchen wir ein bisschen Geld. Und vielleicht bekommt er ja auch eine Gehaltserhöhung beim nächsten Mal. Das wäre super. Dann würden wir nämlich das Ganze sehr, sehr bald in Angriff nehmen können. So, kannst du das säubern? Perfekt. Schleim dich mal so ein bisschen bei deiner Familie ein. Und danach kannst du hier nochmal auf Toilette gehen und baden. Und dann könntest du ja mal deine Freundin Elsa anrufen.
und sie bitten, ob sie zu dir kommen möchte. Genau, was ist hier mit Louis? Louis hat Hunger. Ja, wieso isst du denn deine Pfannkuchen dann nicht? Apropos, ich habe eine Meldung bekommen, dass Louis bald Geburtstag hat. Stimmt das? Oh, das dauert doch noch ewig. Snow ist gerade im dritten Trimester. Das heißt, am Montag bekommen sie die Babys. Das heißt, Louis ist dann schon ein Kind, wenn die Babys zu Kleinkindern werden. Das ist gut. Denn drei Kleinkinder, oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, wie das ist. So, Snow, dann mach hier doch mal sauber und räum ein bisschen auf. So, und Charming könnte mal was machen, was er schon lange nicht mehr gemacht hat. Und zwar hier mal etwas schnitzen. So, und dann könntest du hier mal einen, eine Gartenpflanzkiste herstellen und sie deiner Frau schenken. Und danach vielleicht eine Elefantenskulptur. Ja, genau. Und die wäre dann für Louis zum Geburtstag vielleicht sogar. Ich meine, er wird damit nicht viel anfangen können, aber ich finde es eigentlich ganz süß, denn Charming hat ja für Alice dieses Fett hier geschnitzt und ich fände es ganz süß, wenn er das für jedes Kind machen würde. So, kannst du dich ein bisschen um ihn kümmern? Was hat er denn? Er hat nichts, er braucht nur Aufmerksamkeit. Ja, das ist doch gut. So, dann geh du erst auf Toilette und danach. Könnt ihr doch mal ein Buch zusammenlesen? Wie wär's? So, Alice, deine Freundin ist da. So, sagen wir mal Elsa Hallo. Und verschönere ein bisschen ihren Tag und sei ein bisschen lustig. Ihr doch vielleicht könnt ihr das zusammen hier. Oh mein Gott! Patchy! Brüll ihn dafür an. Los. Brüll ihn dafür an. Ja gut, dann musst du das Puppenhaus wieder reparieren. Denn Alice wollte eigentlich mit ihrer Freundin damit spielen. Mach ihr mal ein von Herzen kommendes Kompliment. Erzähle eine alberne Geschichte. Und mach dich ein bisschen über die Erwachsenen lustig. Oh Snow, danke schön. So, dann geh mal zu Louis und. Lies ihm endlich das Buch vor und könnt ihr das jetzt zusammenspielen? Ja, könnt ihr. Super. Oh, weißt du was? Dann schenk sie doch einfach jetzt los, würde ich sagen. Freundliches Geschenk, die Elefantenskulptur. So, Alice, du kannst jetzt mal ein Buch lesen gehen. Und freut er sich drüber? Snow, geh du mal hier ein realistisches Gemälde malen. Und er freut sich. Ach, wie süß. Oh mein Gott. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, Snow hat Krämpfe und Schmerzen. Sie sollte ins Krankenhaus gehen. Oh mein Gott.
Ich habe ja den Mod installiert, dass Fehlgeburten möglich sind. Ich glaube, auf 5, also auf jeden Fall beim dritten Trimester, ich glaube auf 1% oder so. Wie kannst du ins Krankenhaus gehen? Krankenhaus gehen. Mit Charming. Oh mein Gott. Oh nein. Oh Gott. Sitter engagieren. Oh Gott, das hört sich immer so schlimm an. Markus kommt auch und zieht nach dem Rechten. Oh nein, Snow. Bitte. Oh bitte, 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 bitte. Nein. Snow hat die Babys verloren. Oh mein Gott. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Oh mein Gott. Snow. Fehlgeburt, wegen einer Fehlgeburt. Ja, bitte geh dich eine Runde ausheulen. Und danach schlafen. Oh mein Gott, Snow. Du bitte auch einmal ausheulen und dann schlafen gehen. Es tut mir echt leid, aber ich muss den Part jetzt erstmal beenden. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und oh Gott. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.